So, und weiter geht's. Jetzt erstmal hier über den Hügel. Hm? Wieso ist der Fuchs abgehauen? Immer diese Spatten. Gegner. Den Wolf looten geht nicht. Wir müssen gleich... Stirb, Spinne! Wir müssen gleich in die Richtung. Das Frostbissgift nehmen wir mal mit. Den Eisenpfeil ebenso. Sicher, dass das der richtige Weg ist? Ja. Nun denn. Hä? Assassine? Okay. Was sollte das jetzt? Notiz des Assassinen der dunklen Bruderschaft? Mal sehen. Okay. Was sollte das jetzt? Erstmal die Leiche vom Weg nehmen. Etwa hier ins Gebüsch. Und dann. Ja, weiter. Aber wer könnte denn meinen unseren Tod wollen? Momentan haben wir ja noch niemandem was getan. Hm. Naja. Solange es nur solche schwachen Assassinen sind. Der hat ja immer einen Amethyst dabei. Und da sind schon wieder Wölfe. Nummer 1. Nummer 2. Und was stand da gerade eben? Du hast dich infiziert? Nein, verdammt! Felsenhaxe oder was auch immer. Mal sehen, Helden da lang, Iverstadt hier lang. Ich hoffe, in Iverstadt gibt es eine Kirche und einen Schrein. Da gehen wir später hin. So, also. Das ist nur ein Elf. Und wir haben es geschafft. Endlich, Iverstadt. Yes, geschafft. Bei den Göttern, dann ist es wahr. Ein Drache hat Weißlauf angegriffen. Wie sollen denn einfache Krieger ein solches Monster besiegen? Ja, Sorgen über den Drachen? Kein Problem, irgendwann später wird es keine Sorgen mehr geben. Hier wird nicht rumgetrödelt. Also ich wäre dafür, wir gehen erstmal in den nächsten möglichen Tempel. Und warum ist das Haus da hinten zerstört? Naja, dafür gibt es schon einen Grund. Das hier ist der Sternschnuppenhof und offenbar nicht so gut. Das heißt, das hier ist das Gasthaus. Hm, sieht aber ziemlich leer aus. Nun ja. An eurer Stelle würde ich mich vom Hügelgrab im Osten der Stadt fernhalten. Da spukt es. Von wegen Spuk.
Andererseits, ich glaube, Geister haben auch Geisterwaffen. Immer her damit. Da gibt es nicht viel mehr zu sagen. Dort spukt es. Also solltet ihr euch fernhalten. Hört, ich habe einen dieser Geister mit eigenen Augen gesehen. Als er mich anstarrte, brannte sich sein Blick durch meine Seele. Ehrlich. Zum Glück scheinen sie in der Nähe des Hügelgrabes zu bleiben. Ich glaube, sie bewachen es. Ist auf jeden Fall nicht gut fürs Geschäft. Wer will unweit eines verfluchten Hügelgrabes schon Zimmer mieten? Ich könnte Nachforschungen für euch anstellen. Wenn ihr glaubt, ihr könntet etwas ausrichten, dann nur zu. Ja, das werden wir gleich machen. Aber erstmal... Tränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Aber erstmal etwas Geld. Also, Zaubertränke Skoma verkaufen? Nö. Das verkaufen wir definitiv auch nicht. Tja, leider kein Laden. Wenn ihr wieder hier vorbeikommt, dann schaut doch auf einen Met vorbei. Aber... Wir verirren sich nicht. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Aber dennoch ein Zimmer. Hier. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Braucht ihr ein Zimmer? Oder was zu trinken? Sagt an. Wo erfahre ich mehr über Magie? Magiekundige interessieren mich nicht. Mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen. Die sind hoch im Norden in Winterfeste und das ist doch gut so. Mir gefällt es auch gar nicht, dass unser Jarl einen Hofzauberer hat. Ja, da werde ich auch noch hingehen müssen. Haltet im Hügelgrab. Aber später. Sonst erwischen sie euch. Sobald der weg ist. Zack. Schon haben wir unseren Verlust wieder drin. Und ein paar Stunden Schlaf werden schon gut tun. Naja, abgesehen davon, dass ja immer noch... naja, mal gucken. Magie, aktive Effekte. Ja, immer noch krank. Aber alle fertig, aber erstmal gut ausgeruht. Entschuldigt, mein Herr. Möchtet ihr, dass ich euch etwas auf meiner Laute vorspiele? Nein, das ist nicht so nett. Reise, mein Herr. Ihr seht nicht wie ein Krieger aus. Warum besucht ihr Ivar Stad? Könnt ihr mir etwas über Hochrodka? Ja, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Könnt ihr mir etwas über Hochrodka erzählen? Klimek bringt ihnen alle paar Wochen Vorräte, wenn das Wetter es zulässt. Darüber hinaus scheinen sie ein ziemlich stilles Völkchen zu sein. Ich weiß nicht sonderlich viel über sie. Ja, okay, also... Was für eine langweilige Unterhaltung. Ich denke mal, wir könnten diesem einen, der ihn die ganze Zeit Vorräte hochfängt, noch die Arbeit abnehmen. Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Okay. Ich glaube, das ist schon etwas verbuggt. Legt euch lieber hin. Ihr seht nicht gut aus. Geht mir einfach aus dem Weg. Es gibt bestimmt keinen ungeeigneteren Ort im Himmelsrand, um eine Mühle zu betreiben. Wie soll ich etwas schaffen, wenn diese Bären hier rumlaufen? Na, pass auf, jetzt dauert immer ein Sauchspäter. Erstmal hier in die Straße. Ist das eigentlich ein Bär? Töten oder nicht töten? Das ist jetzt die Frage. Nein, den lasse ich am Leben. Meine Tochter treibt mich in den Wahnsinn. Also verzeiht mir, dass ich ein bisschen angespannt bin. Okay, Familienprobleme. Habt ihr eine Idee, wie ich meiner Tochter nicht rauskomme? Ihr müsst ein Pilger auf dem Weg nach Hochrodka sein. Sie hat auch nichts Wichtiges zu erzählen. Ihr reist herum. Dann habt ihr sicher furchtbar viel zu erzählen über die Welt außerhalb dieser langweiligen Stadt. Nein, die hat auch nichts zu erzählen. Lasst Hasgard ihrem Herzen folgen. Hier könnt ihr nicht vorschreiben, was sie tun soll. Sie ist unser einziges Kind. Okay, diesmal also nicht.